Ja, und damit herzlich willkommen zu meinem allerersten Projekt Harvest Moon, Friends of Mineral Town. Ja, ich habe mit Tokashi LP entschlossen, dass ich dieses Spiel Let's Playe. Ich denke mal, er wird auch öfters mal hier dabei sein. Bloß, ich habe jetzt mit ihm beschlossen, dass ich erst mal den ersten Part, den zweiten oder dritten auch noch alleine machen, so dass ich ein bisschen reinkomme. Und ja, ich will jetzt eigentlich nicht weiter reden, weil es ist auch komplett blind und ich will jetzt einfach mal spielen mit euch. Oder so. So, Name. Wir heißen Shepard. So, und noch ein Buchstabe. Dieser Name, richtig her. Ja, ich habe Sommer am 28. Ja, 28. Sommer, was ist das? Name der Farm. Das wüsste ich immer noch nicht so dran. Ich nenne es jetzt einfach mal Neudorf oder so. Ja. Name des Hundes. Nennen wir unseren Hund. Ich glaube, wir nennen den Hund nicht Susi. Nennen wir jetzt den Hund, verdammt. Den Hund, wie nennen wir jetzt ihn? Wie nennen wir den Hund? Watcher. Ja, ist richtig. Ja, ist alles okay. Dann geht's auch schon los. Hey, der Besitzer dieser Farm ist vor einer Weile gestorben. Du kannst hier nicht einfach reinplatzen. Was, du kanntest ihn? Und du wusstest nicht, dass er gestorben ist? Er ist vor ungefähr 6 Monaten gestorben. Als ich hier aufräumte, habe ich sein Testament gefunden. Er sagte darin, ich überlasse Shepo meine Farm. Also passe ich so lange auf die Farm auf, bis er kommt. Was du sagst, du bist Shepo? Erzählst du mir, wie du den alten Mann kennengelernt hast? Ja. Was ist denn mit Shepo? Freust du dich nicht, dass du mitgekommen bist? Ich bin auch froh über den Urlaub. Willst du am Fluss angeln gehen? Shepo! Mensch, ich kann Shepo nicht finden. Was? Hey, Kleiner, warum weinst du? Hast du dich verlaufen? Was ist das? Ein Telefonnummer auf deinen Rucksack. Lass uns anrufen. Vielen Dank, dass du uns geholfen hast, unseren Sohn zu finden. Wir wohnen in der Stadt. Auf diesen Ausflug wollten wir unserem Sohn das Landleben zeigen. Tatsächlich. Wenn es so ist, warum kommt ihr nicht mit und verbringt ein paar Tage auf meiner Farm?
Im Ernst? Ja, ich wohne allein. Ihr stört niemanden. Ich würde mich über Gesellschaft freuen. Ist das nicht toll, Scheppo? Dann hast du die ganze Farm zum Spielen. Schuppdidu, schuppdidu, schuppdidu. Ja. Voll ist ganz fair. Ich krieg dich um. Schlag dich mit dem Stock. Und jetzt wird geangelt. Süßer Hund. Schöne Wolken. Hä? Hey, hey! Du warst so still, ich dachte, du wärst tot. Das ist perfekt, ich habe jemanden zum Spielen gesucht. Denke, du bist gut dafür. Es macht keinen Spaß, wenn du nur stumm da sitzt. Warum erzählst du mir nichts über dich? Ich bin neugierig. Hattest du Spaß? Falsche Stimme. Ich hatte auf jeden Fall Spaß mit dir. Ich selber habe keine Enkelkinder, weißt du? Naja, du musst nun gehen. Mach's gut. Meinst du, dass du deinen alten... Meinst du, dass du einen alten Mann mal einen Brief schreiben könntest? Wirklich. Hier ist meine Adresse. Du gehst schon. Wenn du gehst, ist mir langweilig. Und ich bin allein. Du musst zurückkommen, okay? Siehst aus, als hättest du... Ich vermassel's gerade. Sieht aus, als hättest du einen Freund gefunden. Nur einen weiteren Grund, um zurückzukommen. Ich warte auf deinen Brief. Ich krieg die Stimme nicht mehr hin. Aha. Ihr habt euch gegenseitig Briefe geschrieben. Und als er nicht mehr zurückgeschrieben hat, wolltest du nach ihm sehen. Er hat ja deine Farm vermacht. Wenn du willst, gehört zu dir. Was meinst du? Ja. Toll, ab jetzt gehört dieser. Dir dieser Ort. Yeah. Es wird nicht leicht, aber wenn du dich anstrengst, kannst du ihn stolz machen. Jawohl. Tada! Dann am nächsten Tag. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Om nom 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 nom. Ja, okay. Wir können nun spielen. Oh, ich bin so aufgeregt. So. Ja. Okay. Ich war gut zu wissen. Tagebuch, Rucksack, Weltkarte, Farmkarte, Einträge, Memo, Anleitung. Würde man ins Tagebuch schauen? Ins Tagebuch schreiben, ja. Okay, jetzt haben wir gespeichert. Gut, das... Jetzt weiß ich die falsche Karte. Oh, eine Kiste. Werkzeug. Sichel, Gras, Unkraut oder Feldfrüchte schneiden. Ja, das nehme ich. Axt, zerhackt Äste. Zu Nutzholz, nicht für Baumstümpfe. Hacke, pflügt Erde, gesäte Felder oder Gras nach Mäh. Hammer, zerschlägt Steine oder Zäune, bereitet Felder vor. Schrittmesser, Gießkanne, um Feldfrüchte zu gießen. Ja, da würde ich noch mal die... nehme ich jetzt die Sichel mit? Oder die Axt? Ich nehme erstmal die Axt mit. Okay. Nee, die Axt. Hacke oder Hammer. Ich nehme jetzt mal hier. So. Gut. War jetzt nur ein bisschen Kram drin, aber Werkzeug. Was haben wir denn hier so Schönes? Sonntag, Mittwoch, was ist das? Was ist das? Frühlingstag, Frühlings... Pferderennen auf dem großen Platz, okay? Sehr interessant. Ein Fernpferd. Das Wetter für morgen. Morgen ist klarer Himmel über der ganzen Region.
Wow! Schnell. Bücherliste, Briefliste, schließen. Was haben wir hier schon? Sockenhaken. Gut. Da müssen wir eigentlich alles haben und dann gehen wir schon raus. Klatsch. Wow. Oh. Guten Morgen, Shebo. Du kannst das Farmleben noch nicht. Deshalb erkläre ich dir das Wichtigste. Verwende Knopf A, um Gegenstände vor dir aufzuheben, etwas zu werfen und mit Leuten zu reden. Du kannst Dinge kaufen, indem du mit den Leuten hinter dem Verkaufswesen sprichst. Und natürlich ist der Laden geschlossen, wird dir niemand etwas verkaufen, also gibt dir keine Mühe. Verwende Knopf B, um Werkzeuge oder Gegenstände zu benutzen. Du kannst nur verwenden, was du festhältst. Willst du noch mehr Anleitungen haben? Nee. Sicher, du musst dich wegen mir nicht zurückhalten. Wenn du später mehr hören willst, drücke jederzeit den Startknopf verstanden. Es ist deine Farm und du kannst tun, was du willst. Aber dein oberstes Ziel sollte sein, Geld zum Leben zu verdienen. Du kannst zum Beispiel Dinge in den Bergen sammeln und verkaufen. Ist mit der Farm alles klar? Versuche die Stadt zu erkunden. Geh nach rechts auf der Straße vor deiner Farm und du siehst die Jodelfarm und die Geflügelfarm. Versuche da zu fragen. Ich habe dir meinen alten Schrittmesser dagelassen. Er ist in der Werkzeugbox auf deiner Farm. Es ist immer gut zu wissen, wie weit man gegangen ist oder bis später. So. Gott, was ist das? Zack ist mein Name. Ich kümmere mich um die Pakete nach Mineralstadt. Lass mich dir zeigen, wie man Dinger zum Verkaufen versendet. Also gehst dahin und dann dorthin. Dies ist deine Versandbox. Fülle sie mit den Dingen, die du verkaufen willst, und ich hole sie täglich um 17 Uhr ab. Ich bezahle dich, wenn ich das tue. An Feiertagen arbeite ich nicht. Bedenke auch, ich brauche mal eine Pause, okay? Du hast den Hühnerstall für Hühner, die Scheune für die Kühe und Schafe. Du kannst alles versenden, was du anbaust oder in den Bergen findest. Oder natürlich Eier, Wolle oder Milch. Arbeite hart, nicht zu hart. Wird dein Gesicht blau, heißt das, dass du bald zusammenbrichst. Wenn das passiert, kommst du in die Klinik und du bist eine Zeit lang aus dem Geschäft. Tschüss dann, vergiss nicht, täglich um 17 Uhr. Jawoll, und wir können jetzt hier Zeug aus dem Weg räumen. Kann ich das jetzt hier ändern? Oh, was war das jetzt? Zelda! So. Rucksack, genau. Ich muss hier noch ein bisschen mit der Steuerung klarkommen, aber sonst geht's. So, geht alles schon schneller. Ja, was gibt's denn da zu viel zu erzählen? Wir haben anscheinend jetzt eine Farm bekommen, die wir erstmal pflegen und hegen müssen. Ja, Harvest Moon kenne ich überhaupt nicht. Bloß, sowas gefällt mir irgendwie. Kann ich ihn hochheben? Jawohl. Den kann ich sicher nicht hochheben. Großer Stein, dein Hammer kann ihn nicht zertrümmern, außer er ist Level 2 oder besser. Ah, hier kann man wohl auch. Stehe. Auch seine Werkzeuge leveln. Gut. Muss immer mal so zwischendurch auf die Uhr gucken. 18:03 Uhr. So. Wir werden jetzt noch einmal. Oh Gott. Nein. Rucksack. Und Axt. Genau.
machen? Was mache ich denn? Boah, was war das gerade? So. Hier schön alles erstmal wegräumen. Genau. Das ist ziemlich groß hier, merke ich. Was ist denn das hier? Feines. Wasserstelle! Oh, Bienen. Oh, Honig. Cool. Aha, okay. Hier unten ist eine kleine. Ich glaube, das ist hier die Scheune. Also, ja, Hühnerstall anscheinend. Ja, genau. So. Es ist kein Futter im Hühnerfutterlager. Hm, schade. Menge an Hühnerfutter, 0 Einheiten. Wir sind erstmal rappelarm, würde ich jetzt sagen. Hier. Ich muss jetzt meine Maus wegnehmen. So, das ist noch weg. Da. Na. Zack. Wie kann man nur so viel Müll auf dem Feld haben? Das geht auch gar nicht. Weiß nicht, wie man sowas anstellen kann. Ja. Ich glaube. Ah, ja, genau. Hier kann man gucken, welches Level es ist. Gut, gut. Ich bin sicher, die kommt schneller wieder ab. So. Oben haben wir noch gut erfahren, denke ich mal. So. Gott. Ich glaube, sollte man eine kleine Pause einlegen. War das jetzt unser Bus hier? Ja, nee. Wollte schon sagen. Das ist anscheinend jetzt der Kuh- und Schafstall. Das ist. Nee, doch, nee. Ich bin hier gerade voll verwirrt. Wie da die Tür immer knallt. Da ist unser Hund, denke ich mal. Wow! Wow! Kann man irgendwie schlafen? Ja, das war's für heute. Jawohl. Wir haben heute schon hart gearbeitet, würde ich jetzt sagen. Gut, so. Hier, Tagebuch. So, gut, speichern. Ja, überschreiben. So, Leute. Das war's erstmal für den ersten Part von Harvest Moon. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde natürlich dieses Let's Play komplett beenden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!